Wäre der Krampus ohne seiner hässlichen Fratze. Eine alte Sage besagt, dass es in jeder Generation einen Auserwählten gibt, dessen Aufgabe es ist, den Krampus ein Gesicht zu geben. Einer dieser Auserwählten ist der Maskenschnitzer Christian Lipp aus Hart bei Graz. Tagtäglich geht er in seiner Werkstatt ans Werk, um in mühevoller Handarbeit die kunstvoll gestalteten Masken zu erstellen. Doch wie kam der gelernte Installateur zum Maskenschnitzen? Als Junge hat es mir schon immer gefallen, eben mit Krampusmasken zu laufen. Habe es mir damals aber nicht leisten können und dann habe ich gedacht, ich probiere es einmal selber. Dann habe ich vor 7 Jahren mir das erste Mal ein Stück Holz gekauft und dann schon langsam angefangen und dann hat sich das eben mit der Zeit dann entwickelt. Ich schnitze ausschließlich mit Zirbenholz, teilweise Weimutkiefer, je nachdem wie es mit den Lieferanten abläuft. Habe dieses Jahr das erste Mal ein Lindenholz probiert, was für mich nicht in Frage kommt, aber eigentlich hauptsächlich Zirbenholz. Mein Arbeitsablauf beim Maskenschnitzen fängt so an, ich schneide mal ein Stückchen Holz runter. Meine Maße sind also mit 30 Höhe, das ist halt ziemlich mein Ausgangspunkt beim Schnitzen. Dann wird einmal mit der Motorsäge alles vorgeschnitten eben, grob vorgeschnitten, die Konturen, ein leichter Nasenansatz, die leichte Kopfform, Kinnpartie, das wird alles vorgeschnitten und dann wird einmal grob zugeklopft, die Augenhöhlen, Nasen, Mund, die Mundwinkeln aber, das wird alles einmal grob gemacht und dann kommt es eben zu Feinarbeit. Feinarbeit ist eben dann mit schon feineren Schnitzmessern, dass man eben die Augen, Nasenlöcher, die ganzen Sachen eben muss dann eben falten und dann zu guter Letzt wird das Ganze eben dann noch abgeschliffen. Jedes dieser Kunstwerke hat einen eigenen Ausdruck. Den Gesichtern diesen Ausdruck zu verleihen, scheint für Christian ein leichtes zu sein. Doch welche Unterschiede gibt es bei den Masken? Der erste Stil war eben der menschliche, urige Stil eher. Dann gibt es eben die Monster-Versionen, das eben bei uns da in der Steiermark eher mehr boomt. Und zu guter Letzt eben die traditionellen Masken. So unterschiedlich die Stile der Masken sind, so unterschiedlich sind auch die Wünsche der Kunden. Naja, bei mir schaut es so aus. Zuerst einmal die Begrüßung, ganz klar. Dann wird einmal ein bisschen Smalltalk geführt auf gut Deutsch, dass man sich halt ein bisschen besser kennenlernt, weil es ja eigentlich eine persönlichere Geschichte ist, am Maskenbestellen. Das ist nicht so, wie wenn du ein Auto kaufst, was du aussuchen kannst aus dem Katalog, sondern du musst wirklich mit denen das genau ausreden, damit der Kunde dann auch zufrieden ist. Und du kommst erst durchs besser kennenlernen, weißt, was ihm gefällt und was ihm taugt. Dann trinkst ein, zwei Bier mit ihm. Und dann, wie mein Formular wird dann hergenommen und dann wird das durch, habe ich geschrieben, angefangen von Augenfarben, von der Hornwahl, von der Kopfhöhe, von der Gesichtsfarbe, das wird dann eben alles ausgesprochen. Und zu guter Letzt wird es eben dann mit einer Unterschrift und mit einer Anzahlung dann besiegelt. Also dieses Jahr ist es ziemlich extrem, ich hätte wahrscheinlich 150 Masken machen können, aber ich habe bei 100 Stopp gesagt und jetzt sind es ein bisschen über 100, also um die 105 Masken sind es. Im Schnitt brauche ich für Masken so circa zwischen 1 bis 2 Tage. Je nach Aufwendigkeit kommt immer davon ein langer Bord. Da brauchst du dann gleich mal ein bisschen länger. Das ist ganz klar, ist feiner zum Arbeiten und viel mehr Schnitzarbeit, sagen wir mal so. Christian schnitzt nicht nur, er stellt auch selbst Hörner und Anzüge her. Und genau das wissen seine Kunden zu schätzen. So, der Unterschied zwischen einem Kunsthorn und einem Echthorn ist einmal drastisch der Preis. Der Preis, das ist mittlerweile, wenn du jetzt ein Bockhorn kaufst mit 70 cm echt zum Beispiel, kannst du rechnen zwischen 150 und 200 Euro. Ich kann das Kunsthorn anbieten für 65 Euro in der gleichen Größe. Ja, vom Gewicht ist natürlich auch ein großer Unterschied. Es ist, du kannst rechnen jetzt für mein größtes Horn, das ist ein B2A mit 1,10 Meter, hat im echten, schätze ich mal, zwischen 5 und 10 Kilo. Und ich komme für das Paar mit ca. 2,5 bis maximal 3 Kilo. Naja, der Vorteil ist, dass ich eben alles mache, die brauchen nicht weit fahren. Es ist, du musst sonst Gäberei fahren, zum Maskenschnitzer fahren, dann musst du noch schauen, dass du irgendwo eine Hörner herbekommst. Und so geht auch dieser Tag zu Ende. Doch schon morgen macht er sich wieder, wie täglich, ans Werk, um den Krampus sein Gesicht zu geben. Denn er wurde dazu auserwählt, genau dieses zu tun.